Sehr schön. Nachdem wir das jetzt erledigt haben, gehen wir dann wieder runter. Down Under. Jetzt ist wieder Tag. Verzeihung. Ich habe mal kurz einen Blick auf die Rubine geworfen und wir machen doch noch einen kleinen Zwischenstopp, ehrlich gesagt. Wir sind nämlich fast voll und in dieser Höhle, wo wir jetzt gleich rein wollen, da gibt es nochmal viele, viele Rubine. Und es wäre schade, wenn wir die jetzt einfach nicht mitnehmen können. Deswegen bringen wir nochmal schnell weg. Ich weiß, ist jetzt vieles, viel Optionales, aber ich meine, wir kriegen dadurch natürlich viele tolle Sachen, die ganz viel Freude machen. Zum Menschen werden. Irgendwann mischen wir die Stadt auch nochmal als Wolf auf, aber nicht jetzt. So, Opa, was ist mit dir? Lange kann es ja jetzt nicht mehr dauern. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule. Für unsere scheiß Kirche, die so arm ist, dass wir immer mehr wollen. Ja, möge ein Engel der Liebe über dich wachen. Oh, jetzt ist es soweit. Endlich. Was für ein Knauser. Du erhältst dein Herzteil. Sammel 5 davon, um ein zusätzliches... Verzeihung, ich weiß gerade nicht, was los ist. Um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt noch 676 übrig. Das bedeutet, wir... verlassen Hyrule mal durch den Ostausgang, genau. Wir kommen durch den Westausgang oder Eingang. Wir gehen jetzt mal nach Osten hinaus. Wenn wir nicht von den ganzen Menschen hier blockiert werden. Verfluchte Menschen. Als Seelen haben sie mir besser gefallen, da standen sie nicht im Weg rum. Nein, sowas Böses darf ich nicht sagen. Okay. Okay. Ha. Ha. Hier wird nicht geschossen. Und wenn dann doch, dann scharf und zwar von uns. So, die haben es hinter sich. Hier will ich lang. Mit ihm hier wollen wir quatschen. Ich kann nicht mehr. Es ist aus. Die Brücke ist kaputt. Also kann ich auch kein Quellwasser. Also kann auch kein Quellwasser mehr transportiert werden. Und ich habe nichts zu verkaufen. Oh. Kann denn nicht einer diese Brücke reparieren? Ja, ist ja gut. Warp. Warp. Warp to be alive. Ja. Deshalb gehen wir jetzt nach Kakariko schnurstracks zu den Goronen. Die können da bestimmt was machen, oder? So, da sind wir. Wenn wir uns jetzt ein kleines Stück bewegen, dann können wir uns nicht mehr zurückverwandeln, weil da ja so viele Menschen sind. Wenn wir uns aber nicht bewegen, können wir uns direkt zurückverwandeln. Ansonsten müssten wir erstmal wieder hier hinter den Felsen kriechen und dann ist voll nervig, ehrlich gesagt. Gut, man kann es, glaube ich, auch, indem man sich hier hinter verkriecht irgendwie, wenn man das gut timet, aber so ist schon gut. Was will er? Samsala, Damsala, Bamsala, Ramsala. Hey! Mir war schon lange klar, dass du hierher kommen würdest. Du hast doch bestimmt gesehen, dass in Hyrule-Stadt einer von meinen kleinen Schwierigkeiten ist. Wir wollen ja irgendwie helfen, aber solange diese Brücke nicht repariert ist... Beim Maromarkt wird gerade eine Sammlung für die Reparatur der Brücke durchgeführt. Wenn du helfen willst, mach doch auch eine kleine Spende. Ja, alle wollen sie unsere Kohle haben. Jo, was geht mit dir? Ja! Opfer, ey. Willkommen im Maromarkt. Die Leute sagen, einer der Läden in Hyrule-Stadt betreibt Wucher und die Bewohner leiden darunter. Aber um den Bewohnern in Nur-Not zu helfen, haben wir das Team von Maromarkt einen Rettungsplan erstellt. Nun zunächst müssen wir die zerstörte Brücke vom Ostteil der Stadt zur Ebene reparieren, um den Transport sicherzustellen.
Und dann werden wir den Laden in Hyrule-Stadt kaufen und die Waren billiger anbieten. Er meint eigentlich günstiger. Billig beschreibt die Qualität, aber lassen wir das. Aber wir haben ein Problem. Unser Kapital ist die Eröffnung des neuen Ladens. Reicht leider nicht aus. Leiste auch du einen Beitrag zum Unterstützungsfonds, das ist ja fantastisch, für den Laden in Hyrule-Stadt. Ist doch für die armen Leute dort. Naja. Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferung nach Hyrule-Stadt brauchen wir nur noch 1000 Rubine. Willst du auch einen Beitrag zum Unterstützungsfonds leisten, damit wir auch in Hyrule-Stadt günstige Waren anbieten können? Ja. Okay. Schreiben wir mal den Zähler hoch. Man kann nicht gedrückt halten, das ist ja ärgerlich. Aber machen wir alles. Für die Reparatur der Brücke brauchen wir nur noch 323 Rubine. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte sprechen Sie nach dem Klingelton. Pieps. So, wir sind wieder arm wie eine Kirchenmaus. Wobei, eigentlich sind wir ärmer. Die Kirchenmaus hat wenigstens die Kirche. So, mal schauen. Da steht Betty. Jetzt ist das Schild zwischen uns und der Pfeiler zwischen uns und Betty. Warten. Ja, das kommt hin. Okay, wir wollen... Genau, die Höhle. Die Höhle. Machen wir einen auf Höhlenforscher. War das hier lang? Ich glaube, es war hier lang. Laufen wir mal. Es war nicht hier lang, oder? Ich glaube, es war nicht hier lang. Nee, da lang war es. Oder doch? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, das war hier oben. Schauen wir mal nach. Ja, Höhle! Und weil wir jetzt eine neue und auch leere Flasche haben, werden wir sie sogleich befüllen. Zack, hier in dieser Kiste ist nämlich eine Fee drin. Deswegen erstmal Flasche und dann Höhle. Ein Bombenspaß. So, mal schauen, wir brauchen weiterhin Bomben. Den Bumerang hätte ich auch gern dabei. Die Bomben legen wir mal auf die Taste. Wir brauchen auch die Lampe. Legen wir jetzt mal dahin. Ich glaube, das kommt hin. Rubine? Nein, keine Rubine. Einfach nur Eingang. Das ist Eingang. Laufen wir einfach mal. Ich sehe, hier ist eine Fackel. Auch im Dunkeln erkenne ich das. Zack. So. Drei Wege. Alle führen zum Rum. Irgendwo kommen, meine ich, auch Gegner raus. Da, Fledermäuse. Weg. Hinfort! Du erhältst 10 Rubine. Schon sind wir nicht mehr so arm. Und 5 Bomben. Sehr schön. Sind zwar immer noch nicht wieder voll, aber was soll's. Es spiegelt ganz leicht. Ich sehe jetzt nicht ganz... Ah, da. Okay, da ist die Fackel. Hey. Hier ist ein Schleim. Oh, noch einer. Noch einer. Damit können wir unsere Fackel jetzt wieder auffüllen. Gelbe Schleimgelee, sehr schön. Okay, einmal Bombe. Und nochmal Bombe. Bombe? Rubine. Ja, die Teile sind sehr entgegenkommend. Leuchtet da vorne ein Geist? Ich glaube schon. Ich schau mal kurz, nicht, dass wir gleich irgendwie runterfallen. Ne, hier ist kein...
Abgrund. Okay, da ist die Fackel. Und da ist ein Geist. Haha, angefressen. Und weg damit. Wir haben das Ding jetzt aus der Laterne rausgezogen. Du hältst eine Geisterseele. Sehr schön. Bringen wir hier weiter Löcher in den Berg. Zwei, okay. Dann nur zwei. Da hüpfen Gegner, wir haben sie gerade gesehen. Hier ist noch eine Truhe. Pfeile. Als würden wir Pfeile nutzen wollen. So, mal schauen. Ja, jetzt kommt die Stelle, wo wir runterfallen können. Eine der Stellen, wo wir runterfallen können. Ich glaube, hier können wir jetzt gleich noch weiterfallen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Nö, nichts fallen. Okay. Dann brauchen wir jetzt doch Pfeile. Okay. Verstauen wir mal direkt wieder den Bogen. Irgendwo war hier auch eine Fackel. Genau da. Da fackeln wir nicht lange und zünden sie an. So. Bombe. Bombe. Keine Gegner. Rubine. Ja, es werden langsam immer mehr. Von wo kamen wir jetzt? Von da nicht, ne? Doch, von da kamen wir. Okay. Also hier lang. Ha! Okay, hier können wir nicht abstürzen. Keine Gefahr durch Alkohol. Wupp. Oh, okay, dann können wir unsere Lampe wieder auffüllen. Oh, wir kriegen sogar einen Schatz dafür. So, füllen. Danke. Schätze, das können wir gut gebrauchen. Oh, ein Stempel, okay. Vielleicht auch nicht. Hylianisch J oder Heilianisch. Wir sind doch nicht high. Nee, das ist Hylianisch. Rechts lang, links lang. Rechts lang. Aua! Oh, nochmal. Gleim. Ja, die Fackel ist, also die Lampe ist voll, also. Brauchen wir gerade nicht. 20 Rubine, die brauchen wir schon mehr. Schauen wir mal. Okay. Die brennt schon. Gegner. Ja, mit dem Masterschwert sind sie schon schneller tot. Zack. Zack. Und Nummer 3. Gegner. Ah, weiter. Okay, da geht's weiter. Oh, Gegner. Und da ist ein Weg raus. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir wollen weiter. 5 Bomben, sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Ah, okay, jetzt können wir wieder theoretisch runterfallen. Oh! Loch? Nein. Nix Loch. Okay, wir brauchen Pfeile. Haben wir erst einen verschossen von den 10. Abgesehen davon war unser Köcher ja sowieso voll. Haben wir den großen Köcher geholt. Der Pumerang. Mit dem können wir so gut Puh schreien. Kommen Sie herauf, tanzen Sie und machen Sie es besser. Oh, Gegner. Hallo. Und eine Truhe. Nehmen wir. Pfeile. Sehr schön. Dann sind wir wieder voll mit Pfeilen. Voll mit Pfeilen. Geht's da weit? Da geht's, glaube ich, weiter. Dann ist hier noch eine Truhe. 50? 50.
Schon sind wir wieder bei 131. Ja, klingt jetzt noch nicht so viel, aber es kommen noch mehr dazu durch diese Höhle. Ich verspreche es. Ist hier wieder Abgrundgefahr? Hier ist Abgrundgefahr. Vorsichtig, vorsichtig. Kommt mal runter. Brav. Und die fallen jetzt sowieso... Ich dachte, die fallen in den Abgrund. Okay. Tun sie nicht. Jedenfalls nicht freiwillig. Da ist wieder ein Geist. Wir entzünden erstmal die Fackel. Haha, der hat voll gegen die Fackel gehauen. Hast du keine Augen im Loch, im Kopf? Wupp. Und unsere Seele. Du hältst eine Geisterseele. Sehr schön. Okay, da ist was zum Sprengen. Da auch. Und da. Gucken, Gegner. 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 Ha! Zwei mit einem Streich. Da werden sie weich. 10 Bomben, sehr schön. Wie viele Bomben haben wir jetzt? 22. Ich glaube, wir sind mit 23 gestartet, also das ist ein guter Schnitt. Und nochmal 50 Rubine, sehr schön. So, mal schauen, wir waren jetzt noch nicht hier lang. Genau. Mal schauen, nicht, dass wir hier noch irgendwie runterdüsen. Das wäre unschön. Nee, okay, da brennt schon wieder was. Der Rundumhieb ist schon cool. Ich mag den. Ein Bombenspaß. Immer wieder. Gegner? Also nach der Musik nach gibt's hier. Ah, okay, 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 okay. Einmal voll machen, bitte. Danke. Kann man sich auch in Flaschen füllen, aber ich meine, warum mit sich führen, wenn man direkt die Lampe füllen kann? Da habe ich lieber Feen dabei. 50 Kerne, geil. Das haben wir jetzt unbedingt gebraucht. Das ist der Wahnsinn. Geht's hier abwärts? Nee. Bombe. Ups. Bombe. Bombe. Ach, da war gar nichts. Okay. Ah, Fledermäuse, okay. Aber hier ist immer noch die typische Gegnermusik. Du hast den Stempel Schatztruhe erhalten. Hier ist immer noch die Gegnermusik. Da vorne ist wieder ein Geist, wie das aussieht. Gegner. Genau, komm mal her. Nicht, dass wir hier gleich in den Abgrund schmieren wegen dir. Nein, falscher. Oh, falscher Knopf. Komm mal her. Nein. Oh, schon wieder der falsche Knopf. Jetzt bin ich aus Versehen gerollt. Wenn Link etwas dicker wäre, wäre er jetzt ein Rollmops gewesen. Tut mir leid, er musste sein. Bei dem schlechten Witz werde ich zum Tier. Fangstoß. Du hältst deine Geisterseele. Okay, sieht aus, als wären wir am Ende angelangt. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, was drin ist. Ja, ich muss den kleinen Cut machen. In der Zeit ist jetzt die Lampe ein bisschen ausgelaufen, aber das ist nicht weiter wild. Du hältst dein Herzteil. Sehr schön. Sammel drei weitere... Also irgendwie war mir so,
als hätte es hier mal irgendwie 100 Rubine drin gegeben. Aber ich glaube, das wurde jetzt einfach durch einen Stempel ersetzt. Naja, macht nichts. 191 Rubine ist besser als 0. Okay, damit wäre die Höhle auch erledigt. Es gibt noch eine ähnliche Höhle, die sehr viel kürzer ist. Die machen wir jetzt auch noch kurz, wenn wir schon dabei sind. Dazu gehen wir zurück nach... Ich glaube, Kakariko-Tal ist kürzer. Kakariko-Tal. Ja, genau, wir stehen direkt davor. Da ist sie auch schon. Es hat einen bestimmten Grund, weshalb ich die Höhlen genau jetzt mache. Das ist der Stand, der Pegelstand der Lampe. Oh, ein Vogel. Kommt ein Vogel geflogen. Und kriegt ein Schwert ins Gesicht. Oder so. Das war doch der Text, oder? Ich meine nur. Ja, warum der Lampenfüllstand? Auch das erfahrt ihr noch, sobald wir dann Thelma besucht haben, was wir ja tun sollen. So, mal schauen. Wir gehen erstmal geradeaus weiter. Weg mit dir, weg mit dir. Ist hier was? Außer Gegner. Ja, okay. Er wollte ein bisschen posen. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist hier was? Schleim, ne? Schleim. Ja, cool. Dann füllen wir nochmal auf. Warum nicht? Ich wusste nicht, dass hier noch ein Schleim drin ist zum Auffüllen. Aber ist ja gut. Herzen, okay. So, Spinnweben und auch die dazu passenden Spinnen. Die spinnen doch, die Römer. Ha! Ha! Ha, oder so. Okay, Helmspalter. Helmspalter geht nicht. Nö. Doch. Moment, jetzt hat er es gerade gemacht gehabt. Helmspalter macht er nicht. Na egal. Kaputt ist sie. Mein Schatz. Du hast den Stempel Hylianisch O erhalten. Und einen blauen Rubin. Okay. Damit haben wir die geraden Auswüchse der Höhle schon erkundet. Kommen jetzt noch die ungeraden. Komm mal her. Du auch. Ja, komm, was soll's. Wir haben genug Lampenöl. Falscher Knopf. Jetzt, wo wir wieder aufgefüllt haben und so. Und außerdem, wie gesagt, der Füllstand der Lampe ist der Grund, weshalb wir die Höhle jetzt machen. Ins Auge gestochen. Zack. Mal schauen. Links, rechts, geradeaus, Mitte, links. Rattern. Das ist ganz schön rattig. So, mehr ist hier nicht. Folgen wir diesem Auswuchs. War hier nicht gerade... Ich habe doch irgendwas gehört. Egal. Oh, ja genau, sowas habe ich glaube ich gehört. Kann der den mal anvisieren oder was? Komm, dreh mal durch. Okay, da brauchen wir den, alles klar. Ja, erstmal links weiter, komm. Obwohl, nee, hier gehen wir... Ich weiß es nicht, wir gehen rechts lang. Immer den Spinnweben nach, das ist ein sicheres Zeichen für... Spinnweben. Boah, es riecht hier so gut. Fancy backt gerade. So. Können wir rundum Hieb machen? Ich will. Lauf doch mal zur Link, genau. Also rundum Hieb ist bei Spinne offenbar nicht optimal. Was sagst du?
Ich hab gesagt, es riecht hier so gut, du backst gerade. Nicht für mich, habt ihr das gehört? Das ist Geruchsfolter. Durft nicht mal ihre Schüssel auslecken. Das ist so gemein. Dafür müssen jetzt Fledermäuse drunter leiden. Und der Geister, den wir uns gleich vornehmen. Noch eine Spinne. Leide, leide. So wie wir. Unter dem Kuchengeruch. Kannst du mal bitte aufhören zu blocken? Okay, sie will nicht. Wie ist es damit? Wirbelattacke mag sie auch nicht. Kannst du jetzt mal bitte zur Seite hüpfen? Ich drück doch zur Seite. Geht doch. Na also. Zack. Zack. Mein Schatz. Ja. Oder so. Ja, die Lampe habe ich mal kurz verstaut. Wir brauchen... Ups, jetzt habe ich es aus Versehen ausgeblasen. Naja. Der Schatz ist da. Er geht auch nicht wieder. Ein Herzteil. Sehr schön. Okay, Lampe. Und der letzte Weg. Auf zum Geist. Ist hier... Nee, hier ist keine Lampe. Okay. Nur der Geist. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, als Hund haben wir uns gerade ein bisschen zu überschwänglich gefreut. Meine Oma hatte damals mal einen Boxer und der hat sich auch immer sehr, sehr überschwänglich gefreut. Und naja, der Boxer hatte eigentlich eine ziemlich schwere Vergangenheit. Er ist als Welpe ja, unter die Fittiche von einem Rechtsradikalen gekommen, der ihm auch den Schwanz abgenommen hat und ihn versucht hat zu abzurichten. Naja, irgendwie hat es meine Cousine dann geschafft, davon Wind zu bekommen und den Hund aus seinen Fängen quasi irgendwie rausgeholt. Ja, meine Oma hat sich dann weitestgehend um den gekümmert und es war ein total lieber Hund. Und er hat sich dann auch immer überschwinglich gefreut. Und weil er keinen Schwanz mehr hatte, hat er angefangen mit seinem Arsch zu wackeln. Und das sah immer so lustig aus. Ich weiß nicht, irgendwie musste ich gerade daran denken. Oh, ich kriege Kuchen. Schokokuchen. Der lebt aber lange hier, oder? Freunde, hüpfend springen wir hier um ihn rum. Ach, komm, das reicht jetzt aber. Okay, war zu spät für einen Fangstoß. Ja klar, ein Schwertschlag und er ist kaputt, weißt du? Die ganze Zeit kauen wir auf ihm rum. Als wäre ein trockenes Schnitzel irgendwie, nur so ein Waschlappen, ne? Aber ein Schwertschlag und er ist kaputt. Ist klar.